ESTV, Videos aus der Region. Es ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Und auch in Nürtingen kann man jetzt wieder rund um die Stadtkirche St. Laurentius den vorweihnachtlichen Flair genießen. Längst nicht so groß wie in Esslingen oder Stuttgart, aber dafür mit viel Charme, was uns auch die Besucher erzählen. Der Nürtinger ist halt schön gemütlich und ich finde, er hat auch einfach mehr Flair, das ist nicht so kommerziell ausgetreten. Die Altstadt hier und um die Kirche rum und mit den Pflastersteinen, das ist einfach schön, das Flair hier ist toll. Ich brauche keine so riesige Schieberei, wie wenn man durch den Stuttgarter geschoben wird. Wenn man kurz stehen bleibt, dann ist schon wieder für die Hindernis langsam, wenn man von Stand zu Stand läuft. Von dem her ist es da recht überschaulich. Und überhaupt die ganze Atmosphäre hier in der Nürtinger Altstadt, gell Uli? Das ist sehr schön. Ja, ein Besuch auf jeden Fall wert. Entspannende Atmosphäre und gemütlich, nicht zu groß. Guckt man gerne mal geschwind vorbei. Man kann hier lecker essen. Meine Freundin ist da und man kann hier gut Karussell fahren. Ja. Für die Händler, die viel Handwerkliches auch aus eigener Herstellung bieten, ist der Weihnachtsmarkt in Nürtingen ganz besonders. Wenn man die anderen Weihnachtsmärkte sieht, dann ist es ein Gedränge. Es ist hier eben sehr familienverbunden, heimelig. Hätte man im Prinzip bei uns im Schwabenland sagen. Und das macht's aus. 4 Tage vor Weihnachtsgefühl. Glühwein im Stand trinken und einfach die Atmosphäre. Natürlich darf das Kulinarische mit Suppen, Bio-Falafel oder der obligatorischen Roten nicht zu kurz kommen. Und bei den kalten Temperaturen ist für manch einen der Glühwein genau das Richtige. Der Nürtinger Weihnachtsmarkt ist täglich bis 20 Uhr geöffnet und ein buntes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab. ESTV, Videos aus der Region.